Hallo, es geht weiter mit Super Mario Odyssey. Das letzte Mal haben wir das Fleisch zur Suppe gebracht mit dem Vogel oder so. Und dann, ja, war's das. Ich verstehe es nicht so ganz. Eigentlich dachte ich, dass wir da irgendwie gegen den Vogel kämpfen, aber anscheinend nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ja doch. Egal. Ja, wir können jetzt irgendwie woanders hin. Hier sind jetzt irgendwie solche. Oder. Wir können auch. Ah, okay. Damit können wir auch immer. Die schießen uns also. Whee! Kann ich in der Luft aus dem raus? Easy peasy. Dunk. Okay. Ja. Wir müssen jetzt hier hin. Laut Spiel. Und hier ist auch eine Röhre. 2D-Level. Mit Münzen. Bam. Oh. Schaden genommen. Nicht so schlimm. Ja, diese 2D-Level, die sind eigentlich ganz cool. Eigentlich muss ich was testen. Es hat da links nämlich. Ich weiß nicht, sieht es aus, als könnte man da durch. Oh! Oder so. Ich dachte, man kann hier. Na gut. Dann halt ein Herz. Das hat sich sogar gelohnt. Wir haben sogar eins gebraucht. Ja, gut. Oh! Oh, darum kann man das machen. Ich verstehe. Was? Mario, zu rennen, du! Depp, du. Mann. Oh, was? Ein Herz bringt nur so wenig. Okay. Okay, schütteln bringt auch nicht viel. So. Dann. Okay, die Mützen wollte ich doch haben. Jetzt aber. Dann gehen wir mal in diese Höhle und schauen. Ja, wir schauen mal in diese Höhle rein. Was es hier so Schönes gibt. Irgendwann müssen wir noch gegen die Vogel kämpfen, oder? Wenn ich, das wäre schon ein bisschen eigenartig. Das ist ja der Boss oder so. Oder habe ich was falsch verstanden? Und wow, die haben gar nichts gebracht. Super. Kann ich da hoch? Nein. Warum kann ich da eigentlich nicht hoch damit? Hä? Was soll das denn, Spiel? So. Wie? Oh. Ich verstehe. Ich verstehe das Problem. Wir dürfen nicht. Oh, ich dachte, die ziehen uns einfach nur runter. Ja. Mein Fehler. Das hätte ich nicht wissen können. Und gut, vielleicht hätte ich es wissen können. Egal. Aber das hier scheint nicht allzu schwer zu sein. Ja, genau. Überhaupt nicht schwer, ja. Ah! Mann! Egal! Jetzt haben wir die Lamünzen. Das war mit Absicht. Das waren. Die Slowrun-Tactics, ja, nicht die Speedrun-Tactics, sondern die Slowrun-Tactics. Außerdem habe ich von dem Spiel noch nicht mal einen Speedrun gesehen, ja? Da war dieser eine Speedrun-Marathon und die haben nicht mal Super Mario Odyssey gespielt. Das ist ja traurig. Ja. Gibt's hier. Gibt's da unten? Oh, ich sehe das etwas. Oh. Ich kann. Toll. Ich muss hier drauf und von da aus. Ist ja dämlich. Egal. Secret Mond! Yo! Alkoven hinter den Magmasäulen. Alkofen. So, nicht Alkoven. Oder schon wer. Hat keine Ahnung, kann ich lesen oder was? Ui. Ach, die gehen runter und wieder hoch. Oh. Die gehen ganz schön stark runter und wieder hoch. Und die Kamera ist nicht gerade freundlich hier. So. Das war schon. Uns fehlt ein Feufeu. Huch. Kann man. Achso, ich dachte, da kann man doch. Ja. Was wir hier nur machen müssen. Wow, so ein schweres Rätsel! Hör damit! Brr. Das war. Diese Haupt-Mega-Quest oder was? Nee. Doch nicht. Oder? Den Magma-Fall hinauf. Das war doch. Doch, das war. Was? Chefkoch Konfor. Die Missionen sind komisch. Das war die Hauptmission gerade. So einfach bekommen. Wow, so schwer. So schwer gleich. Egal, wir haben was Neues gerade gelernt. Ich glaube, ich hätte die Steine gebraucht. Aber wir können die Teile anzünden mit einem Feuerfeuer. Fuzzi. Ech. Oh. Der hat gerade ein Geräusch gemacht. Hm. Hui, warum normal laufen, wenn man so laufen kann? Oh. Yo. Yo!
Yo! Ist auch eine Menge. Hör auf. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Das ist wieder eins, das so rot leuchtet. Die leuchten alle rot. Muss man nicht verstehen. Ich kann mir auch denken, dass unter einem von diesen Salzhaufen noch irgendwie ein Mond ist. Aber bisher vibriert es nicht. Ui! Donk! Und Secret passt. Ah, ich wusste es! Aber nur ein Herz. Schade. Hui, hui! Ah! Nein! Ah, shit! Das wollte ich nicht. Na, wie? Du wolltest dich nicht erwischen lassen? Ich dachte, das wolltest du von Anfang an. Ja, ja, ich weiß. Sehr unglaubwürdig. Da hinten ist Captain Toad. Okay. Wo gibt's hier Lava-Fuzzis? Nirgends. Okay. Hallo, gib auf die Plattform da oben, macht ihr ja. Ich will erstmal Lava-Fuzzis haben. Außerdem ist hier ein Secret. Oh! Yo! Ist da oben noch was? Ah, Mann. Nicht geizig werden schon, wer? Ja, ja. Wo kommt die her? Oh. Okay. Wir haben schon 79 von 100, ja? Gar nicht mal so wenig. Und dabei sammle ich gerade gar nicht alles ein, ne? Es gibt noch Dinge, die ich halt schon gesehen habe, die ich noch sonst hätte einsammeln können. Aber ich wollte es nicht, weil ich jetzt wieder alles so viel mache und dann kommen wir in die weiter. Und ich würde gern schon mal ein bisschen, ja, ein Let's Play haben, das nicht 100 Folgen lang ist. Also ja, ich werde auch ganz sicher nicht alle Monde holen. Alle von diesen, wie viel? 900.000 oder 900 oder 1000, sowas rum. Sowas. Die werde ich nicht alle machen. Ich glaube, ist verständlich. Und, ja. Ist hier drin. Da, jetzt habe ich mich schon. Ich habe mich fast schon wo reingeglitscht. Ja, das wäre cool gewesen. Oh. Ja. Oh, toll. Zu spät. Egal. So wird man wahrscheinlich. Münzen hätte ich schon gern. Und ach so, hier oben ist das. Ich dachte schon, hier oben wäre nichts. Beeindruckender Sprung. Okay. Ja, ich meine, wenn du sagst, dann muss es ja wahr sein. Dann ist es sehr beeindruckend gewesen. Auch von hier aus hätte man da auch hin können. Oh nein. Oh. Jetzt muss ich mich heilen, bevor ich mein extra Leben-Ding verliere. Das wäre doof. Machen wir die nochmal. Mal schauen, ob man nochmal sagt, beeindruckender Sprung. Nein. Was war das? So beeindruckend war das aber auch nicht, um ehrlich zu sein. Wenn man sich's mal überlegt, kommt raus. Blup. Na gut, dann jetzt aber. Ich nehme auch auf, richtig? Gut. Mann, immer so paranoid. Ching. Dann schauen wir mal. Jetzt aber, jetzt wird... Raus hier, nein. Wow, jetzt wird ein Boss bekämpft. Oh. Hallo. Der ist so blind, als ob der mich sieht, der Drecksvogel. Oh, ich kann die Sachen kaputt machen. Oh, warum nicht? Bringt es mir was, die kaputt zu machen? Oh, ich kann mir schon denken, was ich machen muss. Hallo. Oh. Schlammzeug. Heya. Oh. Komm runter. Ich will dir den Arsch versohlen. Obwohl, muss ich da drauf. Ja! Prima! Ich dachte, ich muss ihn von unten aus, den Vogel, kastrieren. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein weiblicher Vogel, aber ist mir egal. Oh, Leben! Hui! Oder vielleicht geht's ja doch. Ah, weil wir ja heiß sind. Hehe, Lava und so. Komm schon! Hä? Nope. Das geht schon mal nicht. Spucke! Was zur Hölle? Oh. Ja gut, wir können einfach weiter. Das ist uns doch egal. Wir haben ja einfach so viel Leben bekommen, es ist total egal. Leben. Was soll, wie würden wir nur ohne dieses Leben überleben? Ohne diese extra HP. Ist ja unmöglich. Der Gegner trifft uns ja schon fast. Stell dir vor, er würde uns treffen.
Es würde doch keiner aushalten. Oh, oh. Die bleiben ganz schön lange. So, jetzt aber. Oh. Was? Wie? Das ist so. Oh, ich dachte, wir gehen jetzt hier so voll Anime-Style hoch. So von irgendwie, irgendwo geht was kaputt. Dann sind doch so Steinteile übrig. Und dann hüpft man von den Steinbröckeln. Weiter hoch und erwischt den Gegner. Animo! Yo! Toter Vogel. Vogelbraten. Wir haben nun ein Hähnchen. Eine Hähnchenfrikassee gemacht. Hui. Ein weiterer Triple Star. Oder ist es jetzt. Haben wir den davor verloren? Oh mein Gott, das ist ein Triple Star. Chef Gock, Konfrontation. Es war kein Gockel. Es war weiblich. Obwohl es ja trotzdem. Also. Nein, doch. So. Alles klar. Am Boss hinterher. Das war's. Das war ein bisschen. Antiklima. Dingsbums. Blödes Wort. Wir können ins. Ja. Lass mich doch mal was versuchen. Blöde Kappe. Ja, gut. Dann. War es das erste Mal mit der Welt? Die fand ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn das Ende komisch war. Huh. Noch 18. Oh ja, keine Sorge. Mach dir da mal keine Sorge, mein Freund. Eigentlich hätten wir noch nicht weiter. Ich glaube, ich gehe jetzt zurück. Am besten ins Hutland, da waren wir eigentlich nicht nochmal. Obwohl, nein, ich gehe erstmal. Oh, die Odyssee ist leistungsfähiger. Vielleicht gehen wir doch noch nicht weg, oder? Nein, 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 ich will noch einmal ins Tyrannosaurus Rexland. Warte, da waren wir schon mal, nochmal, oder? Mal, der Kels hat auch noch sein eigenes Land. Oh. Ja, aber ich will erstmal woanders hin. Verlorenes, nein, Wolken, Forstland, Seeland, Wüsteland, Kaskadenland. Hier will ich nochmal hin. Ins Hutland will ich auf jeden Fall auch nochmal. Das ist bestimmt richtig cool. Das sieht nämlich vom Aussehen her voll nice aus und ja, überspringen. In der nächsten Folge gehen wir dann ins neue Land. Auf jeden Fall. Du wirst mir. Oh. Laber nicht, Gabby. Ja, da muss ich schon anfangen zu husten, weil du so viel laberst. Oh mein Gott, das ist das Kaskadenland. Eigentlich müssen wir hier ja. Das kann ich. Obwohl. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal nochmal waren. Um dann ganz viele Sachen zu sammeln. Oben links sind 5 Monde. Ich dachte, die werden nicht angezeigt, wenn wir sie schon hatten oder so. Liste. Wir haben 14 von 25. Okay, wir waren hier also schon mal, aber nicht unbedingt viel. Haben wir hier einen Amiibo hin? Nein. Wir hätten eh damit reden müssen mit dem, aber egal. Ich ignoriere ihn einfach mal. Und suchen wir hier weiter. Ah, was wir jetzt auch wieder schauen können. Vielleicht haben wir dieses Mal die Welt wohl. Kann man hin können hier? Nein, immer noch nicht. Das muss ja irgendwie eine super Secret Welt sein, wenn wir selbst solche Welten sehen wie das Pilzkönigreich. Das wir eigentlich noch gar nicht kennen. Obwohl, Cityland war ja auch schon früher drin. Aber das muss ja irgendwie so ein Secret Level sein. Wenn es da noch nicht ist und so. Ja, ihr wisst schon. Da ist ein Papagei, dich brauche ich. Hey Papagei, erzähl mir von den Orten, wo ich hin muss. Was suchst du denn? Ah, ich weiß, aha! Ich kann's dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Guten Morgen, Kapitän Toad. Oh. Kapitän Toad müssen wir noch finden. Toll. Toll, wo wird der wohl sein? Es gibt auch. Da oben noch, bei diesem Skelett gibt es auch noch irgendwas. Wir haben da ja noch ein Dingens bekommen. Ein Dingens, ja, genau, ein Dingens. Ein Bildchen. Hallo T-Rex, du bist ich und ich bin du. Sind wir nicht wunderschön? Wow, genau. Oh, da oben ist also. Mit dem T-Rex kommen wir da nicht hin, oder? Ich kann es ja versuchen.
Ja, hier in der Wand. Nein, ist zu weit oben. Egal. Sprinten! Was soll ich denn los? Vernicht euch alle! Und du bist weg. Da. Das war ein Geldhaufen, der einfach weggeflogen ist. Wieso nicht? Oh, hallo Grumba, bitte tu mir nicht weh. So, hier. Nee, irgendwo. Wir müssen ja in die Richtung. Da ganz hinten und dann da unten. Aha! Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, Kapitän Toto. Toad. Da. Komm her. Ja. Hier findet man so viele seltene Fossilien. Ich würde in die Luft springen vor Freude, aber na, du verstehst schon. Ich kann nicht springen. Oh, das ist der Witz. Oh, bei meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke dir. Wow, so gütig. Easy. Guten Morgen. Hui. Gut, dann... auf zum nächsten. Zum nächsten Tipp von unserem tollen Papagei-Kumpel. Hey, was hast du jetzt zu sagen? Du stinkst! Was? Ja, was laberst du? Mit dem Kettenhund ins Schwarze. Okay, ins Schwarze. Ah ja, immer auf die Schwarzen, das war ja klar. So rassistisch. Entschuldige, ja, ich verstehe schon. Vielleicht... Ich würde das da hier hinten gemeint. So. Nee. Ins Schwarze. Wo ist denn hier was Schwarzes? Also, abgesehen von den Kettenhunden selber. Wo sind auch Kettenhunde in der Nähe? Oh, so hoch kann ich nicht damit springen, alles klar. Scheiß Viecher. Wahrscheinlich auf dem T-Rex-Ding ist drauf. Ich wollte gerade mit einer ganz anderen Taste, die es bei dem Controller gar nicht gibt, auf die Karte. Ja gut. Egal. Ich habe wohl zu viel Monster der Welt gespielt. Ich will das Wort gar nicht mehr erwähnen, was das werden. Machen Leute, wie es sollte. Ja, hallo Hundi, sorry, tut mir leid. Nein. Egal. Okay, hier ist ein Kettenhundzeug und da gab es irgendwie eine Aufgabe. Wo irgendwie der da gezeigt wurde, irgendwas. Nee. Ich will jetzt aber nicht in die Switch-Bilder gehen. Verpiss dich. Komm schon. Na, so. Oh, jetzt aber. So einfach ist es anscheinend nicht. Hallo. Kettenhund, Freund. Verpiss dich da. Jetzt aber. Ja. Ich weiß nicht. Vibriert's dabei an? Da unten? Ah, oh, den Mond verstehe ich nicht. Also dem, wo wir das Bild bekommen haben dazu. Ins Schwarze weiß ich noch nicht so ganz. Weil hier. Will ich das da wegmachen? Ist es schlauer? Wahrscheinlich nicht. Ah. Vielleicht doch. Stopp. Guck, wo ist der denn hin? Egal. Hallo. Hui. Ha. Ich weiß es nicht. Ich bin kein großer Fan von der Welt hier übrigens. Ist jetzt auch nicht wirklich allzu interessant. So, und es gibt wirklich nur... Es gibt doch 10 Monde. Irgendwas muss ich doch voll stark übersehen. Egal, fragen wir weiter nach Tipps. Hey, Kumpel. Was hast du denn? Wonach wohl, hä? Volle Punkte. Was? Ich hab's nicht lesen können. Ich hab's weggeklickt. Egal. Auch von mir in der Dino-Höhle.
Irgendwas übersehe ich doch voll stark. Irgendwo gibt es noch was bei der Welt. Irgendwo. Außerdem will ich die Folge gleich wieder beenden. Weil ja, wir sind schon bei 20 Minuten. Ah ja, ja. Eine Dino-Höhle. Da geht's irgendwie hoch. Da unten waren wir schon mal, das haben wir schon gemacht. Da gab's Monde. Boop. Beep. So oft gibt's diese Wolkenteile ich nicht, oder? Na gut, dann. Keine Ahnung, wir haben wenigstens einen oder zwei gefunden. Ich weiß nicht mehr. Aber, ha. Huh. Vielleicht können wir hier erst viel später mehr Zeug finden. Ich glaube, erstmal war's das. Ja, wir können auch Amiibo benutzen. Wir gehen nächstes Mal einfach ins nächste Land. Und dann war es das hier. Ich dachte eh, ich habe hier. Ich war hier nicht nochmal, obwohl. Ich weiß ja gar nicht, wie viel wir beim ersten Mal gesammelt haben. Da wäre was gewesen. Ist mir jetzt egal. Ich beende jetzt die Folge. Das nächste Mal gehen wir trotzdem weiter. Und ja, ich würde sagen, falls euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.